Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Wesermarsch bei Stein aus Stein zum Ziel. Ich bin Andreas und sage Moin Moin. Im Vorspann habt ihr schon gesehen, worum es geht. Fluch der Karibik. Freunde, ich bei Aldi. Bei Aldi, ja genau. Jetzt mache ich auch noch dafür Werbung. Bei Ali, verdammt. Bei Ali, ich habe Blättern am Handy und gucke so und denke, oh, was ist das denn? Ein schönes Piratenschiff, schön in schwarz gehalten, irgendwie 30 Euro, 5 Euro. Versand und oder 6 Euro Versand oder so, also knappe 36 Euro. Teileanzahl war da nicht mit bei und habe gedacht, Freunde, was kann ich da verkehrt machen? Außer dass irgendwelche Klappen nicht aufgehen oder irgendwelche Türen sich nicht öffnen. Habe ich mir also bestellt. Naja, oder meine Frau hat mir das bestellt. Nein, das hat sie nicht bezahlt, das habe ich dann bezahlt. So, egal. Jedenfalls 4 Wochen warten kam dieses Ding. Und am Regensonntag oder was das war, habe ich das mal zusammengebaut. Ich bin da nicht wieder vorweggekommen. Freunde, ohne Mist jetzt. Das könnt ihr ohne weiteres euren Kindern in der Hand drücken, mit einem wunderschönen Bebauungsbuch mit dabei. Bauanleitung. 6 Figuren dabei. Die zeige ich aber jetzt nicht, und ich möchte da keine Ehre haben. Das kriegen die zusammen. Das können die ohne weiteres zusammenbauen. Das ist, die Klemmkraft ist so Bombe. Also, das ist nicht zu hart, nicht zu weich. Also, man kann es auch wieder auseinanderziehen. Es ist super. Das Ding hat keine Farbseuche. Absolut nicht. Bisschen leicht verkratzt, ja, okay. Aber das kennen wir ja mittlerweile auch bei anderen Herstellern, die wesentlich mehr Geld für sowas nehmen. Ansonsten, wer da auf Fluch der Karibik steht, Freunde, der sollte sich das holen. Das macht selbst in der Vitrine macht das noch einen super Eindruck. Ich ändere das Bild nachher und zeige euch das Schiff. Also, Gebrauchsanweisung. Schön groß. Ihr habt insgesamt 6 Typen dabei. Und dann wird euch das schön, vernünftig, Stück für Stück erklärt. Übrigens, da sind auch die Figuren mit dabei. Die sind bedruckt, die Figuren, und sehen absolut wahnsinnig toll aus. So, alles was grau ist, habt ihr schon gebaut, und das andere müsst ihr noch bauen. Also, habe ich da irgendwie so 2 Stunden beigesessen. Die Anzahl kann ich euch leider nicht sagen, und die Teileanzahl steht da nicht mit drauf. Ich denke mir irgendwie 500, 600 Teile oder irgendwie sowas. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ich glaube, hätte das Ding noch Räder gehabt, ne? Ich glaube, dann wäre das das Beste, was ich je irgendwo gekauft habe, gebaut habe und total fasziniert bin. Hat leider keine Räder. Hätten sich vielleicht mit Sloopern zusammentun müssen. Aber spielt keine Rolle, Freunde. Trotzdem gehört das Schiff gleich unter den Top 10, die ich bis jetzt je gebaut habe. Ohne Mist jetzt und ohne Flachs. Ist einfach nur spitzenmäßig. Ich ändere jetzt mal das Bild für euch und dann gucken wir da mal rauf. Dann machen wir mal ein bisschen die Türen auf und was man da noch alles machen kann. Es gibt da eine ganze Menge, was man da machen kann. Und das Ding beeindruckt mich einfach nur. So, ich ändere das Bild, wir sehen uns gleich, und dann müsst ihr mein Gesicht nicht mehr ertragen, sondern nur noch das Schiff. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das ist quasi das Schiff. Ich nehme zwar ein bisschen mit nach hinten. Dann seht ihr das so in der gesamten Größe, weil ich kriege es nicht ganz komplett drauf. Aber damit ich euch alles zeigen kann, vergesst oben mal so ein bisschen die Segel. Ich ziehe das mal so ein bisschen näher ran. Ich versuche euch da mal so einiges zu zeigen. Ob ich jetzt Tatsache alles da jetzt gleich euch zeigen kann und das alles so schafft, kann ich euch nicht mal sagen. Das gucken wir gleich. Meine Galionsfigur ist abgegangen, da habe ich den vorhin drauf getragen. So. Also, wir fangen da mal vorne an. Ihr habt da Tatsache hier eine schöne Galionsfigur. Ihr habt die Segel, und das ist das, was ich vorhin meinte. Die werden so mit Bänder aufgehangen, aber das ist nur das vordere Segel. Alle anderen werden hier nur eingenoppt. Überhaupt kein Problem. Jeder Mast wird mit einer inneren Stange noch mal gehalten, damit das nicht auseinanderfällt. Klar, wenn ich jetzt ganz doll rödel, ja, dann kann ich das auch irgendwann abnehmen. Aber so im Großen und Ganzen, hier, guckt euch das an. Davon hat er 2 Hauptsegel
Erdleitern. So, und jetzt drücke ich euch das mal ein bisschen hoch. Er hat zwei Kanonen. Einmal da und auf der anderen Seite. Und da könnt ihr euch noch welche reinmachen. Aber es gibt dabei jetzt nur zwei Kanonen. Aber man kann die auch ja mal nachkaufen, oder was? Also ihr habt sechs Klappen, die ihr auf und zu machen könnt. So. Und jetzt versuche ich euch das mal so ein bisschen von innen zu zeigen. Ich werde euch gleich noch eine andere Kameraführung zeigen. Und dann laufen wir mal durch das Schiff durch. Wir haben natürlich einen Anker dabei. Wie sich das bei jedem Schiff ja auch gehört. Wir haben noch ein paar Waffen dabei. Ein Fass ist da drin. Wir machen es mal ein bisschen größer. So. Wir können hinten beidseitig, dreifachseitig die Türen aufmachen. Und dann haben wir da hinten das Cockpit drin. Das Cockpit, ja, oder ein Cockpit heißt es ja gar nicht, ne? Sondern die Kajüte, Entschuldigung. Jetzt gleich kriege ich mit den Leuten Ärger, wo die Schiffe fahren oder segeln oder was weiß ich. Also die Kajüte ist da drin. Da ist ein Stuhl drin, da ist eine Landkarte drin, da ist eine Weinflasche drin. Und wenn euch das natürlich nicht langt, weil man hier von den Seiten ja dann mal miserabel rankommt, dann nehmt ihr einfach das Verdeck ab. So, und dann seht ihr, wie die Kajüte von innen aussieht. Hinten mit den Lampen, mit den Fenstern. Ach klar, der hinten auch ein Ruder, ne? Das ist natürlich nicht zu verwechseln. Jedes Schiff braucht ein Ruder, ist auch damit bei. Ihr könnt die Klappen zumachen. So. Hier sind ja noch so die kleinen Kerzen oder Flammen, damit sie auch wissen, wo sie hinfahren. Es gibt ein Geländer. Die Leitern oben zum Mast hin. Oben könnt ihr sogar noch Figuren draufstellen. Das Schiff wirklich ist einfach grandios. Also mir gefällt das wirklich total gut. Könnt ihr so wieder aufsetzen. Ihr habt, wie gesagt, sechs Figuren dabei. Die sind alle bedruckt. Ihr habt Waffen dabei, also Schwerter, kleine Waffen. Achso, natürlich habt ihr dann auch hier noch so ein großes Ruder, einen kleinen Zaun mit dabei, damit man nicht vorne wegfällt. Es ist alles mit dabei. Es ist an alles gedacht hier. Da gibt es sogar so richtige... Ich muss mal eben den Anker nochmal rausholen. Eine richtige Ankerkette. Ich drück's mal ein bisschen nach unten. So, es gibt eine richtige Ankerkette dabei. Und nicht irgendwie ein Band oder sowas. Ich kann euch das echt nur empfehlen, wenn da jemand Bock drauf hat, ne? Oder wenn eure Kinder sowas mögen oder toll finden. Also es wird wahrscheinlich nicht schwimmen, weil, oh, da ist nur mein Dings oben abgefallen, weil das hat so ein paar Löcher unten drin. Das ist nur hier mein Ruder. Das wird wahrscheinlich nicht schwimmen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich gehe da mal von aus, dass das nicht so ist. Trotz allem finde ich das absolut schick gemacht. So, den schwenken wir mal wieder um. Ja, das ist, warte mal, ich kann hier nochmal die... Da gibt es hier nochmal so eine kleine Tonne. Da sind noch mal ein paar Waffen drin. Ein Fisch ist da auch mit drin, fällt mir gerade auf. Wie gesagt, die Figuren sind richtig niedlich gemacht. Ich
kann euch das nur empfehlen. Ohne Mist jetzt. Das Einzige, wie gesagt, wir hätten da jetzt noch ein paar Räder gefehlt, aber dann, glaube ich, hätte das bei mir auch absolute Note 1 gekriegt. Keine Farbseuche, nichts drinne. Es ist einfach ein absolutes Schmuckstück. Gefällt mir absolut gut. So, wir ändern nochmal das Bild und dann bin ich gleich wieder da. Dann müsst ihr wieder mein Gesicht ertragen. Aber nützt ja jetzt nichts. So, Freunde. So groß ist das, wenn ich mir das vom Kopf halte. Ich sage euch nochmal die Länge. 53 cm. Die Breite ist 14 cm und die Höhe 52. Also zum Masten. So, ich stelle es jetzt immer wieder beiseite. Tolle Sache, hat mir sehr gut gefallen. Ich bekomme die Tage eigentlich auch was ganz lang ersehntes, und zwar von Singbau Bluebricks. Habe ich mir ein Flugzeug bestellt. Da gibt es jetzt gerade 2 Stück aus dieser Bundeswehrreihe. Und da werden wir das nächste Mal drüber diskutieren, weil ich mir nur eins davon bestellt habe. Und da werde ich euch auch sagen, warum ich mir nur eins davon bestellt habe. Und ich hoffe, dass wir das bis zum Wochenende hinkriegen, weil ich glaube, das wird ein ganz aktuelles Thema. Jedenfalls, wenn ich auf der Bluebricks-Seite drauf gucke, war es ein ganz aktuelles Thema. Und dann schauen wir uns das mal an. Ansonsten muss ich jetzt gleich leider zur Arbeit, das nützt jetzt nichts. Ich hoffe, ich konnte euch da so einen kleinen Eindruck zeigen oder ihr könnt so einen kleinen Eindruck gewinnen. Absolut empfehlenswert. Total super das Schiff. Ich kann da wirklich nichts Schlechtes zu sagen, außer vielleicht Tatsache, dass da keine Räder unter sind. Das ist alles. Aber wer natürlich so ein bisschen, noch ein bisschen Ersatzteile liegen hat, sollte das auch nicht das Problem sein. Ich bin Andreas und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stein auf Stein zum Ziel. Bis dann!